Todeswünsche für Ronaldo, ein Bombenspiel in Argentinien und Osasuna rettet Leben. Das alles jetzt in den Nachrichten des Tages. Los geht's! Mario Stefanini ist gestorben, im Alter von 77 Jahren. Der Name sagt euch nichts, kein Problem, hat er uns bis heute Morgen auch nicht. Aber der Mann war Juve-Ultra bis zu seinem letzten Tage und hat einen letzten Wunsch gehabt. Den hat die Familie jetzt auf die Todesanzeige gepresst. Er sagt, bitte schickt keine Blumen, sondern schickt Cristiano Ronaldo Tore. Argentinien. Fast hätte es ein Bombenspiel gegeben. Das ist ein bisschen zynisch, denn tatsächlich war es so, vor einem Viertligaspiel hat man im Auswärtsblock Granaten gefunden. Im Boden, einfach so versteckt. Eine Granate. So lustig das klingt. Und auch, wenn Fußball mehr ist als ein Spiel auf Leben und Tod, dazu fällt mir nur eins ein. Nations League. Die Nations League schickt sich doch tatsächlich an, uns ein bisschen zu erobern. So ein kleines bisschen. Wir finden es immer noch blöd, dass die Bundesliga und alle Ligen der Welt unterbrochen sind, aber irgendwie ist da auch ein bisschen Funk drin. Jetzt auch eine absurde Meldung. Markus Berg, der Ex-HSV-Weltstar und schwedische Internationale, hat nach dem Spiel gegen die Türkei erzählt, dass er in der Halbzeitpause ein Gespräch mit dem Schiri hatte, der zu Markus Berg sagte, ja, ich weiß nicht, ob das eine Elfer-Szene war mit dir, ich gucke mir das jetzt in der Halbzeit mal an und wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann bekommt ihr in der zweiten Halbzeit zwei Elfer. Tatsächlich gab es dann in der zweiten Halbzeit auch einen Elfmeter, der war aber erst rein. Wir wissen nach wie vor nicht, war das Ganze ein Spaß von dem Schiri oder nicht. Wir bleiben dran, dazu bald auf elfreunde.de mehr. Erstmal nur wundern. Dass der Fußball Leben retten kann, das wissen wir, das wisst ihr, das wissen alle. Aber ist doch schön, wenn es immer wieder Beweise dafür gibt. Der letzte und neueste Beweis kommt aus Osasuna. Ein Mann namens Fran Gago, nicht zu verwechseln mit Fernando Gago, war auf dem Heimweg. Er hörte das Spiel von Osasuna gegen Córdoba und schlummerte am Steuer, aber leider so ein bisschen weg. Sein Glück, kurz bevor er die Leitplanke treffen würde, schoss Osasuna ein Tor, der Radiomoderator brüllte sein Glück und seine Informationen in die Welt und Fran Gago wachte plötzlich auf, riss das Steuer rum und kam mit dem Leben davon. Sieht man mal. Am Ende gewann Osasuna sogar mit 3:1. Alles gut, ein größeres Happy End kann es für diesen Mann nicht geben. Für uns schon, unser Happy End wäre, wenn ihr heute auch auf elfreunde.de kommt und uns reich und glücklich klickt. Vor allem reich, ist ja klar. Ansonsten bis morgen, habt einen schönen Tag. Tschüss.